Wir stehen hier vom EKC. Ferraro Giovanni ist mein Name, Besitzer von Zweirad Ferraro. Unten links im Gebäude, im EKC-Bereich in Buß. Wir haben 20 Jahre Bestehen, Zweirad Ferraro. Und EKC hat einen riesengroßen Umbau getätigt. Und da ist einiges Neues dazugekommen, auch neue Ladenlokale. Und da würde ich einfach mal durchführen, was es alles hier im Moment gibt und wann die Veranstaltung ist. Links sehen wir schon was Kulinarisches, günstig von der Firma Globus. Kann man sehr gut essen, kann nach hier Würste kaufen oder sonst für den Grillabend. Auf der linken Seite vom Gebäude sehen wir hier den Kai Gimmler, Fahrräder, Elektrobikes, Werkstätten und alles. Der ist auch schon hier 3 Jahre am Platz. Nebendran die Reinigung, die schon gefühlte 50 Jahre hier ist. Und da wollte ich kurz mit euch reingehen und euch noch die Gewerke an oder mit euch durchgehen, was es alles gibt und was man hier noch erleben kann. Einfach mal mitkommen. Hier sind wir im Gebäude vom EKC in neuen Gestalt. Auf der linken Seite haben wir die Haarwelt. Also da kann man reingehen ohne Termine. Sehr viele nette Personal. Also er ist gut aufgehoben, ist auch schon sehr, sehr lange hier am Platz. Auf der anderen Seite ist die Firma Deichmann, die auch schon einen riesengroßen Umbau getätigt hat, ganz modern, im neuen Style, dass das Ganze auch sehr, sehr aufgewertet ist. Und die Firma Globus hat hier unwahrscheinlich viel Geld investiert, auch die Mall neu zu gestalten. Man sieht wunderbar alles offen. Man kann durchgehen, durchschauen. Es gibt auch ein paar Handgriffe zu machen. Aber da möchte ich euch durchführen, was noch alles geplant ist. So, auf der linken Seite haben wir den Rewe, den kennt ja jeder, braucht man nicht viel zu erzählen. Und Rewe feiert mit mir auch ein Jubiläum, nämlich 10 Jahre hier in Buß im EKC. Und ja, da feiert er praktisch mit uns mit. Das heißt 20 Jahre Ferraro, 10 Jahre Rewe und dann EKC-Umbau. Und auf der rechten Seite seit neuestem auch die Firma Action. Die kennt mittlerweile jeder, immer sehr besucht. Ein ganz, ganz starker Frequenzmarkt ist für uns hier als Unternehmer sehr wichtig gewesen, auch geworden. Bringt sehr viel Frequenz und auch Leben in die Bude rein, wenn ich das so sagen darf. Ganz unten links ist der Herr Hauser, Schlüsseldienst. Das heißt, wenn jemand einen Schlüssel nachmachen möchte, egal welchen, oder Schuhe reparieren, Lederware. Er ist schon gefühlte 50 Jahre hier am Platz, ganz unten links an dem zweiten Ausgang. Dann geht es weiter auf die rechte Seite, auch im neuen Glanz, die Firma Barbarossa. Man hat dann hier alles komplett umgebaut, viel, viel mehr Sitzplätze und auch unwahrscheinlich schön Atmosphäre reingebracht. Ganz, ganz freundliche Mitarbeiter, die sieht man dann hier und Auswahl ohne Ende. Also da ist nichts, was der Kunde praktisch nicht finden wird, ist alles da. So, in der Mitte haben wir dann die Sitzplätze. Die Sitzplätze dann hier vom Barbarossa und haben extra noch eine schöne Nische. Da übrigens die nette Frau ist die Filialleiterin. Vielleicht winkst du uns mal kurz zu. Ja, da ist sie gerade und winkt. Dann geht es weiter. Das ist praktisch der komplette Umbau hier, die neue Flanke im EKC. Die neue Mall und da sind sehr schöne Betriebe reingekommen, wie Optika, Zeitung und Tabakwaren und Reisebüro. Und was mir ganz am Herzen liegt, die Fressnapf ist da, also Tiernahrungsgeschäft, wunderbar aufgestellt. Und dann gehen wir kurz mal auch mal rüber. Nicht zu vergessen natürlich auch gefüllte 50 Jahre die Apotheke auf der linken Seite. Sehr, sehr lange schon hier im EKC. Public Center, auch alles, was Sie möchten, Zeitungen, Lotto, Toto, Tabakwaren, auch sehr schön gemacht worden, stilvoll, auch sehr schön im ganzen Stil, wie bei Barossa oder halt nebendran gleich Reisebüro. Hier haben wir ein Reisebüro, ist auch schon sehr lange dabei, früher war er früher in der Mitte von dem, vom Einkaufszentrum, da wir die monatlich frei machen wollten, haben wir dann wunderbar hier neue Räumlichkeit geschaffen und das Ganze dann so gestaltet. Ganz neu am Platz, Ernsting Family, finde ich auch übrigens ganz, ganz toll. Begleitung, das hat hier eigentlich gefehlt im Bus, finde ich also super. Und wie gesagt, es sind noch ein bisschen
Arbeiten noch zu tätigen, ein bisschen mehr Licht, mehr Sitzplätze kommen rein, dann noch eine Galerie mit Bildern, wie das Einkaufszentrum Buß vor 40 Jahren ausgesehen hat. Also ist einiges geplant, finde ich ganz, ganz toll. Also bis zur Feier wird noch was passieren. Zur Feier heißt, wir haben am 30. Juni, 1. und 2. Juli die Eröffnungsfeier hier gesamt. Wird alles hier stattfinden, alle Läden oder Geschäftsleute sind dabei mit Tombola, alles was das Herz begehrt, Essen, Trinken, Tombola, also ist alles dabei. Auf der rechten Seite auch konnten wir einen Optiker oder die Firma Globus besser gesagt einen Optiker gewinnen, das hier auch gefehlt hat. Ein sehr, sehr schöner Laden, muss ich sagen, sehr hell, gut gestaltet und da sind wir froh, dass wir einen Optiker auch gewinnen konnten für diese Räumlichkeiten. Und da stehen wir schon wieder zu den dritten und neuen Eingang. Früher war hier einfach eine Wand. Da haben wir jetzt einen Eingang bekommen mit riesengroßen Parkplätzen. Also finde ich ganz toll. Kein Stress, nichts, weil Parkplätze sind en masse hier. So, und dann kommen wir hier zum Fressnapf. Wir sind jetzt hier im Fressnapf, das, was mir sehr am Herzen liegt, wie eben schon erwähnt. Weil wir sind, wie schon erwähnt, stark im Tierschutz. Und da würde ich sagen, ich gebe mal kurz das Wort weiter. Ja, hallo, wir sind die Neuen vom Fressnapf. Danke für deine Übergabe. Seit 20. Mai haben wir jetzt hier eröffnet und sind ganz stolz, hier im EKC unseren neuen Markt zu präsentieren. Marktleitung ist hier die Vanessa, die natürlich mit Herzblut bei der Sache ist. Und was ganz Besonderes an diesem Markt ist unser Meat Corner, den es nur einzig im Saarland im Moment gibt. Meat Corner, wir präsentieren ganz viel Frischfleisch, Truhe, Kauartikel, Nahrungsergänzungen, ganz toll im neuen Design. Und das ist im Moment noch ganz einzigartig im Saarland und da sind wir auch sehr stolz drauf. Also neben den ganzen anderen normalen Dingen für Hund, Katze, Nager, was man in jedem Fressnapf findet, ist das hier natürlich unser Herzblutstück. Wir bieten auch natürlich ganz tolle Aktionen an. Dazu kann euch dann auch gerne mal unsere Marktleitung was sagen. Ich reiche einfach mal an Vanessa weiter. Hallo, was wir ganz aktuell haben, ist unsere Fressnapf-App. Mit der arbeiten wir gut zusammen. Das funktioniert super. Die Kunden sind sehr zufrieden, weil sie natürlich viel sparen können. Das heißt, man lädt sich die App runter, hat einen 5% Friends-Rabatt. Also der gilt das ganze Jahr. Man hat bei jedem Einkauf, egal jeden Tag, 5% bis zum Ende vom Jahr. Und ansonsten sind da auch super Rabatte drin, Rabattcoupons, die man aktivieren kann. Man kann es mit der Payback-Karte koppeln und hat dann quasi eine Karte für zwei Aktionen. Ne? Also sind immer, die Werbung ist da drin, was super ist. Man hat also quasi immer die aktuelle Werbung direkt zur Hand, daheim schon und kann sich dann quasi vorbereiten, was man kaufen will, was braucht man. Also das ist ganz toll. Wir haben da sehr viele Kunden, die sehr zufrieden sind und wenn irgendwelche Fragen sind, stehen wir ihnen auch gern zur Seite. Also wir helfen ihnen auch, die App zu installieren, wenn es irgendwelche Probleme gibt, das machen wir ganz gerne. Und ich denke mal, mit unserem ganzen Team sind wir da sehr bereit oder begeistert, freuen uns, ganz viele Kunden quasi willkommen zu heißen. So, hier sind wir an dem berühmten dritten und neuen Eingang, ganz, ganz toll gemacht. Das ist dann praktisch hinter dem Haus, Richtung dort, wo der Roller und der Lidl ist. Und was natürlich dann dabei entstanden ist, links und rechts noch sehr, sehr viele Parkplätze. Genauso wie hinten dran von der Firma Rewe die Einkaufswaren, dass man dann immer kurze Wege hat in den Laden. Also ich finde das ganz, ganz toll, was da passiert ist. Ich habe vor über 1,5 Jahren den Plan gesehen, aber es hat eigentlich alles übertroffen, wie es jetzt hier geworden ist. Und wir haben noch ein paar bisschen zu tun hier, alle Unternehmer hier drin, aber bis zum 30. Juni sind wir dann definitiv durch. Zum Abschluss noch einmal erwähnen, wir feiern 20 Jahre Zweirad Ferraro. Bitte den Termin merken, EKC Neueröffnung, 20 Jahre Ferraro, 10 Jahre Rewe. Und das ist am 30. Juni. 1. und 2. Juli und das schon ab 9 Uhr hier. Wir sind hier im EKC in Buß, das ist im Saarland. Zweirad Ferraro im Hintergrund. Uns erreichen Sie Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis um 18 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr. Mittwoch ist geschlossen. Ich wünsche euch alle eine super Woche noch und freue mich, wenn ich euch dann bei der Eröffnung sehen kann. Ciao.